Ja, wie lange sind denn die Projekte gegangen? Also Ja, es sind bis mehrere Monate die, und dann. also bis eine Idee entstanden ist und auch also Entwicklung. Mit den Zeichentrickfilmen, meinst du? Ja, es ist zum Teil mehrere Monate gegangen, also vielleicht 3 Monate oder 4 Monate, je nachdem, bei der Grossen. Bei der Kleinen die hatte ich vielleicht in 2 Wochen gehabt. Das ist aber vielleicht nur 1 Minute gegangen oder so. Oder Ja. nicht einmal 10 Sekunden oder so. Also ich habe dann recht schnell das gemacht. Eins nach dem anderen, ich habe kleine gemacht und so, dann die zusammengehängt. Wie viel sind denn etwa entstanden? Ja, vielleicht 30 oder so. 30, 30. 40 so, kleine Sachen. Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also für einen Film? Ich kann einfach, plötzlich sprudelt einfach, auch heute noch. Mhm. Es kommen einfach die Ideen. Und dann tue ich sie aufschreiben und dann tue ich das machen. Bei dir sind wir auch im Garten raus und haben einfach etwas gefilmt. Ja. Einfach angefangen. Es war irgendwo eine Idee, ich habe irgendetwas gesehen am Boden, irgendeine Böllen und irgendwo eine Kiste. Dann habe ich angefangen, das irgendetwas machen damit. Ja. Okay. Zu deiner Filmkritik. Was ist dein Lieblingsfilm? So, wo du am Ja, es ist noch meisten und schwierig. auch. Ich würde vielleicht schon sagen Casablanca. Das ist ja ein großer Klassiker. Und wieso? Weil er einfach, er ist sehr spannend gemacht, spannend erzählt. Es geht ja da um eine Liebesgeschichte, wo im Krieg ist. Also, und es ist einfach sehr gekonnt gemacht, oder? Also gut gekonnt erzählt, oder? Die ganze Sache. Es ist interessant, ja. Aber ich habe auch noch andere, die ich auch sehr gerne habe. Okay. Du hast ja ein Programm, wo du die Filme auch bewerten. Mit 0 ist das tiefste und 10 ist das höchste. Ja. Also bis 10. Was ist deine tiefste Anzahl? Ja, meine tiefste Bewertung liegt gerade bei 2,8 oder so. 2,8, Ja, ja. genau. Das war ein französischer Film aus den 30er Jahren, der einfach nicht gut ist. Ja. Langweilig. Wenn du einen Film bewertest, auf was schaust du am meisten? Ich schaue vor allem aufs Drehbuch. Mhm. Ich schaue es schon ein bisschen an. Also, ja, also ich schaue an, ob es spannend ist, oder? Ob es interessant ist vom Thema her, ob es einen packt, ob es einen interessiert von A bis Z, also am Anfang, in der Mitte und auch am Schluss. Dann weiß ich ja, dass eine Geschichte anfangen ist einfach. Aber dann eine Geschichte weiterführen, dass sie bis am Schluss dich packt, das ist ja schwieriger. Und auf das schaue ich. Oder? Und auch, ob es schön ist, also ob es nicht langweilige Bilder sind, sondern ob es einen weiterführt. Und deine höchste Anzahl ist 10, also Ja, ich gehe von über 10. über 10, Eigentlich. okay. Weil Okay. ich habe ja, oder, es hat gewisse Filme, die sind, 6 Filme sind eine Szene, aber die muss ich ja noch mal unterscheiden, die 6 Filme. Sind nicht alle gleich gut, oder? Ja. Also der Casablanca hat, glaube ich, 10,8. Und dann hat es andere, die haben 10,6, 10,5, 10,4, 10,3. Ja. Und dann, es ist ein bisschen beschiss. Okay. Die 10 haben, sind über 10 und alle anderen sind dann 9,9 und drauf. Ja, okay. Und was hast du jetzt persönlich am liebsten? Komödie, Drama oder Tragödie? Ich kann eigentlich alles gerne, wenn es gut ist. Ich bin Ja. sehr offen. Und Klar, Drama habe ich gern, ich habe Komödie gern, aber ich kann eigentlich alles gern. Wenn es gut gemacht ist, finde ich alles gut. Was findest du jetzt einfach vom Gefühl her, wenn du jetzt von allen gute hast, aber wenn es trotzdem, ich wollte jetzt eine Komödie sehen, weil das lustig ist, oder eine Tragödie, so mal zum Beeindrucken, Ja, also dann. dann, wenn das Genre ich am besten finde, meinst Ja. du? Ja, vielleicht schon das Drama. Das Drama. Allerdings, ja. Okay. Gibt es Filme, die du erwartet hast, dass sie gut sind, aber nachher hat sich herausgestellt, dass es schlecht ist? Also das heißt, dass es Ja. gute Schauspieler hat, aber und Ja, gute Filmregisseur, aber es ist schlecht geworden. das gibt es leider immer wieder. Dass ich die Erwartungen, dass sie hoch sind. Und dann nachher merke ich, es ist halt doch nicht so gut. Das passiert mir immer wieder, ja. Aber das ist überhaupt etwas, was ich finde, schwierig. Also die Erwartung an etwas, oder?
Ich meine, auch du, wenn du irgendwo eine Reise machst oder so, irgendwo hingehst, dann hast du ein bisschen Erwartung, oder? Du Ja. denkst, oh, ist sicher gefährlich, und dann ist es gar nicht gefährlich. Oder du denkst, ah, das ist ganz einfach, und dann plötzlich ist es dann sehr schwierig. Also, das ist Ja. halt ein bisschen das Problem. Okay. Gut, jetzt, was hast du als Kind am meisten geschaut? Wir haben halt früher haben wir nicht so viel schauen. Wir müssen schauen, was am Fernsehen kommt. Also, was ist so gekommen? Spielfilm, so Spielfilm, Tarzan und Raumschiff Enterprise. Und dann, also das waren so Serien gewesen, Ja. aber etwa die einen Spielfilm, Stummfilm. Und dann habe ich noch so Super 8 Rollen gehabt, zum Anschauen. Das war schön gewesen, weil da konnte ich immer wieder das Gleiche schauen. Ja. Ja, so Horrorfilm und die Kontos von Charlie Chaplin. Ja. Kann ich nicht. Okay. Jetzt, was ist deine Lieblingsfernsehserie? Ja, ich finde, es hat sehr viele gute neue heutzutage, sind ein sehr höchstes Niveau. Wie zum Beispiel? Zwischen Breaking Bad, House of Cards, sind sehr gut. Das Problem ist auch, dass eine Fernsehserie ist natürlich nicht ein Spielfilm. Eine Ja. Fernsehserie geht vielleicht 60 Stunden oder so. Einfach aufteilt. Ja. Und es ist immer recht gut. Aber du musst sehr viel Zeit investieren. Beim Spielfilm hast du 2 Stunden und kannst extrem eine geballte Ladung machen. Oder? Es kann von 0 auf 100 gehen, oder? In 2 Stunden. Das ist schwieriger zu machen als eine Fernsehserie. Okay. Jetzt, was hast du vor? Also, hast Jetzt du habe ich was? vor, eben einen Spielfilm zu machen. Was für eine? Also Eine was für eine Komödie. Komödie? Ja. Ja. Und das soll eine lustige Komödie sein, aber gleichzeitig eine ernste Komödie. Ja. Ich finde, die Komödien, die heute gemacht werden, sind zu wenig lustig. Okay. Was siehst du als eine gute Komödie an? Also. Also sie muss schnell sein, das ist schon mal wichtig. Schnell. Also der Rhythmus muss sehr schnell sein. Das heißt, wenn ein Gag vorbei ist, muss schon eigentlich schon der nächste kommen. Okay. Es geht nicht, dass alle Minuten ein Gag geht, das ist viel zu lange. Okay. Und es muss ja, es muss einfach lustige Situationen geben, oder? Und nicht einfach so halblustige, wie heutzutage das gemacht wird. Glaubst du wirst gute Komödie Ich machen? denke schon, ja. Und Also, ich lache ja fast nie, oder? Also, aber wenn ich lache, dann, also ich lache innerlich und so. ja. Und ich weiß schon, wenn ich muss lachen, dann finden es eben alle anderen auch gut, das weiß ich. Okay, Das merke ich. also Aber wenn ich es hoffen nicht gut wir, ja. finde, dann nachher, ja. Okay. Also. Ja. Was kommt denn nach der Komödie? Also, Nachher wollte ich wenn ein das Drama so machen. ein Drama. Ja. Okay. Also etwas, so ganz ernst ist, ja. Also. Hast du schon einen Arbeitstitel? Also Ja, also. für den neuen Spielfilm, Ja, es oder gibt einen bist schon? Projekttitel, der heißt BX. Das kommt vom Namen Baxter. Der Baxter ist eine Figur, also eine Rolle, also ein Name von einer Figur aus einem Billy Wilder-Film. The Apartment. Das ist auch eine der grossen Komödien. Das ist dort die Hauptfigur. Und weil ich so Fan bin von Billy Wilder, von dem Regisseur, habe ich einfach einen Namen genommen der Figur und habe dann abgekürzt auf BX. Und Ja. das ist jetzt einfach der Dings, genau, der Name vom Projekt. Ja. Was weißt du schon, hast du eine Idee, was könnte vorkommen in dieser Komödie? Ja, Also, was ist so Grund, was muss ich weiß vorkommen? es nur noch, haben wir noch nicht ganz entschieden. Aber es wird sehr dramatisch werden. Ja. Es kommt jemand in eine schwierige Situation. Und dann nachher muss er sie lösen. Aber das ist nicht so einfach. Und vielleicht Ja. ist es dann nicht nur dramatisch, sondern auch lustig. Also, muss Ja. schauen. Also, ja, wir hoffen natürlich, dass man dann auch lachen kann. Genau. Ja,